gedacht? Natürlich, denn das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Vorbilder, an denen sich die Jungen aufrichten können und von denen die Jungen lernen können. Also bevor wir jetzt zum Torwarttraining kommen, möchte ich euch noch schnell noch einige Sachen zeigen. Es fängt damit an mit dem Overall, den ich hier anhabe. Seine Vorzüge darin bestehen, dass der Rücken immer schön warm bleibt, dass das Kreuz nicht bei hohen Flanken, wenn man sich strecken muss, dann rutscht das Trikot aus der Hose, dann bleibt der, so bleibt der Rücken schön warm, man bekommt keine Ischias-Beschwerden, keine Kreuzschmerzen. Dann gehen wir hier zum Torwarttrikot mit der Armpolsterung, die dazugehörige Torwarthose. Eine Torwarthose für etwas härtere Böden, für trocken, hier mit Seitenpolster, das gleiche in lang für den Winter, wenn die Böden gefroren sind, wenn es kalt ist. Und dann kommen wir hier zu den verschiedenen paar Handschuhe. Das ist zum Beispiel ein Handschuh für trockenes Wetter. Das ist ein Handschuh, der sehr wahrscheinlich euch Jugendliche ansprechen wird, weil ihr heutzutage leider Gottes noch alle oder die meisten auf Hartplätzen oder Aschenplätzen spielen müsst. Das ist ein spezieller Handschuh für trockene Wetter, so wie wir es jetzt haben. Das ist ein Handschuh für Nasswetter, der einen sehr weichen Haftschaum innen hat. Und das ist ein Handschuh, den man gebrauchen kann, wenn es so ein bisschen Tau auf dem Rasen liegt, bis zum Trockenen hin. Wichtig, aber oft nicht gern gemacht, das regelmäßige Aufwärmtraining. Bestehend aus Lockerungs- und Dehnübungen und durch den gymnastischen Teil. Für den Torwart ist es unbedingt notwendig, dass er beweglich und dehnfähig ist. Dies muss in einem gesunden Verhältnis zum Krafttraining stehen. All diese Übungen fördern die Gewandtheit und die Beweglichkeit des Torwarts und bereiten die Muskulatur auf die zu erwartenden Belastungen im Tor vor. Bei schlechtem Wetter können ohne weiteres diese turnerischen Übungen auf Turnmatten in der Sporthalle durchgeführt werden. Ich meine, dass Tonis Stärken nicht besonders auf seinem Talent beruhen, sondern insbesondere auf seiner Willensstärke, auf seinem Fleiß und seinem Ehrgeiz. Die haben ihn auch befähigt, in den letzten Jahren diese konstante Leistung, die für mich einmalig ist, zu erlangen und zu halten. Das ist eine Übung für alle die, die nicht die Möglichkeit haben, in einem Kraftraum zu trainieren. Der 5er-Hop hier ist gut für die Sprungkraft. Und als ich vor Jahren angefangen habe, habe ich so um die 12 Meter geschafft. Mittlerweile ist meine Bestleistung auf 16,5 Meter. Versucht es halt mal und schaut mal, inwieweit ihr euch in einem Monat verbessern könnt. Drei Dinge solltet ihr beim Fangen beachten. Erstens, früh genug an den Ball. Zweitens, die Daumen hinter dem Ball, damit er nicht durchrutscht. Und drittens, sichern, weil hier am Körper mit den beiden Händen drum ist er am sichersten. Mal ein Beispiel, wie aus einem einfachen Ball, der jetzt aufs Tor kommt, ein gefährlicher Ball werden kann, nur wenn der Torwart versucht, Schau zu machen. Den gleichen Ball, den kann man, wenn man ruhig im Tor ist und nur darauf bedacht ist, auf das Halten, nicht auf die Schau, so halten. Die Faustregel beim Torwartspiel besagt, dass man immer den Körper hinter den Ball bringen soll. Das heißt, man muss möglichst versuchen, alle Bälle zu erlaufen.